herzlich willkommen auf dem Mobility Channel. Ich bin Sora Laser und hier jetzt das versprochene Review zu den verschiedenen Autos. Wir fangen heute mit dem Terrier 2.0 an. Sorry, dass er noch so dreckig ist. Ich kam, wie gesagt, nicht dazu, ihn sauber zu machen. Ja, wieso kommt das Review jetzt erst nach so langer Zeit? Ich bin immer jemand, der testet erstmal extrem, bis er so ein Review raushaut. Und dazu gehört das komplette Auto durchtesten. Ihr wisst, ich bin mit dem Terrier als Verbrenner gefahren, zuletzt jetzt als Brushless, und ich habe den durchgetestet bis also auf Herz und Nieren. Und ich habe ihn auch komplett umgebaut auf Carbon, und also sprich hier die Dämpferbrücken und Servohalter etc. habe ich alles umgebaut auf Carbon, und das funktioniert sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto. Ich muss sagen, der Terrier ist in meinen Augen ein wirklich, wirklich krasser Trucky. Und ich weiß auch, warum Ansmann die Sparte abgegeben hat. Die haben einfach kein Geld mehr gemacht. Und wisst ihr auch warum? Weil diese Autos einfach fast unzerstörbar sind. Also ich habe noch nie so ein robustes Auto gehabt, mit dem ich alles Mögliche schon gemacht habe. Und ihr habt das in meinen Videos gesehen, was der alles schon durchgemacht hat. Er hat zwar noch keine 6-7 Meter Sprünge hinter sich, aber dafür anderen Scheiß. Und der war schon ziemlich krass. Und an dem Terrier ist einfach nichts kaputt gegangen, Leute. Ich möchte euch den mal kurz zeigen. Das Einzige, was mir passiert ist, ist, die Bodenplatte hat sich hier so ein bisschen gebogen. Das ist, als er, hier kann man das vielleicht sehen, hier ist so ein leichter Bogen drinne. Das ist aber nicht schlimm, ich habe noch eine Bodenplatte. Ja, das ist, als er mir hier frontal gegen die Sandkiste geknallt ist. Aber ansonsten ist das Auto echt ein so robustes Auto, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich liebe den Terrier über alles. Die Aluteile, über die kann ich nichts sagen, weil ich habe die ja ziemlich frühzeitig gegen Carbon alles ausgetauscht. Und wie ihr seht, das Carbon ist noch tiptop in Ordnung. Hier ist nichts kaputt, nichts gebrochen. Die Karos, muss ich sagen, von Ansmann sind super krass widerstandsfähig. Also wir sehen hier Durchschläge von den Federn. Wir sehen, wie fett diese Karos sind. Kaputt kann man kann nicht von kaputt sprechen, weil diese Karos sind so dick und so widerstandsfähig. Also das ist wirklich krass. Also mir ist noch keine Ansmann Karo kaputt gegangen. Die machen so viel mit, das ist wirklich krass, ne? Die könnt ihr euch biegen, hier bricht nichts, und das ist echt der Wahnsinn. Also Hut ab. Gut, ich habe hier auch Magnethalterungen dran, dass sie abfliegt, aber die ist von Anfang an dran, und das ist immer noch die allererste Karo. Und guckt euch die an, die ist noch tipptopp in Ordnung, ne? Also wirklich top. Karo technisch super. Vom Aufbau, die Knochen, super fette Knochen. Wir haben hier richtig fette Knochen drin. Wir haben richtig fette Buchsen verbaut. Und wie wir sehen, ich bin jetzt schon echt viel mit dem Terrier gefahren. Und wir sehen auch hier an den Buchsen noch keine Ausschläge. Und das ist in der Mitte auch nicht anders. Und vorne, ja, komme ich hier hin? Kann ich das hier zeigen? Hier vorne. So, ich muss mal kurz den Wagen drehen. Wir können das hier an der Buchse sehen. Hier ist ein bisschen ausgeschlagen. Das kommt vielleicht wegen dieser übelst krassen Brushless Power. Aber wenn wir überlegen, wie viele Jahre ich den jetzt schon fahre, ist das eigentlich noch ein sehr gutes Ergebnis. Hinten sieht es nicht. Hinten ist es überhaupt nicht. Ist nur vorne so. Hinten sind die Buchsen absolut noch in Ordnung. Hier so ein bisschen sieht man hier schon an der, dass das langsam ausschlägt. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, wo hier das Gras ist, ist auch so ein bisschen. Also es geht, ne? Ansonsten halten die sehr gut, auch die Radbuchsen. Also, das ist echt tipptopp, ne? Die Knochen sind der Hammer. Also, vom Antriebsstrang her muss ich sagen, wirklich sehr stabil das Ganze. Was der schon alles mitgemacht hat, echt krass. Wenn die Buchsen irgendwann nach einer Zeit ausschlagen, ist das ja nur Verschleiß, ne? Ansonsten, sehr stabiles Auto. Macht super viel Spaß, und für das Geld eine absolute Kaufempfehlung von mir. 100 Pro. Was ich euch aber sagen kann, was nicht so gut ist, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist an der Stelle hier die Federn, die damit bei sind. Das sind jetzt hier nicht die Originalen, das sind die vom Torch E. Aber die Federn, die damit bei sind, original von Ansmann, die könnt ihr wegschmeißen. Die sind so lapprig, die halten einfach dieses schwere Auto nicht aus. Die sacken hinten sowie vorne auch derbe ein. Und ja, das ist einfach dem Gewicht zu Schulde. Also das ist wirklich super schlecht. Was ist noch schlecht? Was ich noch schlecht finde, ist hier vorne, das mit der Aufhängung. Gucken, ob ich das hier zeigen kann. Das wackelt hier übelst. Ihr könnt das hier sehen. Wir haben hier übelst viel Spiel. Und ja, das ist hier eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Wir sehen das hier. Das kann man natürlich hier mit Unterlegscheiben ausmerzen, das Spiel. Aber irgendwann fängt es wieder an. Das ist wirklich schlecht gemacht. Aber wie gesagt, mit ein paar Unterlegscheiben kann man das in den Griff kriegen. Was ich noch schlecht finde, ist hier diese lockere Lenkung vorne. Da könnte man eventuell auch Unterlegscheiben benutzen.
Was habe ich noch festgestellt? An Schwachstellen eigentlich gar nichts mehr so. Also das war es wirklich. Ich habe sehr wenig Schwachstellen nur an dem Auto finden können. Und das sind so die einzigsten Sachen hier, die Stoßdämpfer und die Lenkung vorne. Ansonsten habe ich nichts festgestellt. Die Kugellager sind sehr gut. Die halten wirklich einiges aus. Also ich bin wirklich hin und weg. Die machen wirklich viel mit. Ansonsten habe ich echt nichts mehr festgestellt, was an diesem Wagen schlecht sein soll. Also wirklich top, ne? Und wie ihr gesehen habt, ich fahre mehr mit dem Wagen, als ihn zu reparieren, wie bei anderen Leuten. Ja, also wirklich, ich bin begeistert. Rein nur von dem Auto. Die Elektrik etc. spielt hier keine Rolle. Aber rein vom Auto her, als Kit, die beste Entscheidung, die ich hier hatte. Ja, ich werde aber diesen Wagen eventuell bald bei eBay reinsetzen. Natürlich komplett geputzt mit Ersatzbodenplatte. Als Roller. Also falls Leute da eventuell Interesse haben sollten, können sie bei eBay ihr Glück versuchen. Grund dafür ist, ich möchte mir gerne ein paar neue Autos holen, um auch auf meinem Channel was wieder zu zeigen, weil ich da Lust drauf habe. Das Problem ist, ich habe einfach keinen Platz mehr. Das ist jetzt mein zweiter Truggy und langsam wird es eng. Zweiter Truggy, sagte ich eben, ne? Das gar nicht wahr, das ist mein dritter Truggy. Ich habe ja den Virus 2.0, den Virus ST und den Torch E habe ich. Und mittlerweile weiß ich nicht mehr, wohin mit den Autos. Also ich stapel die schon übereinander. Das ist kein Witz. Hier auf dem zum Beispiel habe ich den, da unter ist der Virus ST und da drüber ist der HPI, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Also ich stapel jetzt schon mittlerweile die Autos. Und ich möchte gerne mit allen Autos immer wieder gerne fahren gehen, aber mittlerweile, das ist einfach nicht mehr möglich, sich immer mit irgendwie einem Auto zu beschäftigen. Deswegen muss ich so meine Sammlung in der Hinsicht mal wieder ein bisschen verkleinern. Und ich habe noch nie ein Auto verkauft, seit ich meinen Channel habe, noch nie. Ich habe sogar noch den Huckzilla von Anfang an. Aber langsam, ich gehe unter. Und wenn mal was Neues kommen soll, muss auch was weichen. Ist einfach so, es geht einfach nicht anders. Das hat nichts mit Geldmangel zu tun oder so, sondern es ist einfach so, dass ich den Platz nicht mehr habe. Und ja, wie gesagt, ich habe alle meine Autos, alle, wirklich alle meine Autos. Ich habe sogar noch den Magnum, das ist kein Witz. Ich habe alle Autos. Und ja, ich brauche aber Platz, deswegen werde ich den sauber machen, komplett wieder fit machen, hier die Querlenker etc. alles schön sauber machen, komplett die Differentiale fetten. Werde die zweite Bodenplatte mit dazu packen, falls derjenige noch hier die alte fahren möchte, kann er das machen. Danach werde ich noch die andere dazu packen. Ich werde ihn als Elektro lassen. Das ist aber nicht das Standard-Kit. Das ist ein modifiziertes Kit, das funktioniert aber sehr gut. Ich werde ihn so als Brushless-Kit oder Brushless-Roller verkaufen, ohne Elektrik. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere ja Lust auf den. Mit den schönen dicken fetten Sämenreifen lasse ich da dran, glaube ich. Ja, ich lasse sie dran. Und ja, mache den auch schön sauber. Wie gesagt, schönes Auto, aber er muss leider weichen, genauso wie der Virus ST. Ich brauche Platz. Und damit ich mir mal neue Autos holen kann, wobei ich sagen muss, dass der Terrier ein übelst geiles Auto ist. Also ich finde, der Terrier ist ein übelst geiles Auto. Ich liebe diesen Wagen über alles. Oh, mit den neuen Federn vom Torch federt er auch richtig gut, muss ich sagen. Wie wir sehen, hat er eine schöne Federung und macht im Gelände echt gut mit. Also der haut richtig rein mit der neuen Federung. Die ist echt super. Aber wie gesagt, ich brauche Platz. Ne? Es geht nicht anders. Ja, das war das Review zum Terrier 2.0. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr nochmal ein Kit kriegen solltet. Greift zu, ist kein Witz, greift zu. Der ist echt tipptopp. Ich finde den Wagen super geil. Und ich bin den jetzt die ganze Zeit mit 3 bis 4S gefahren und vorher auch mit einem 28er und ich glaube sogar 32er Motor. Und der hat einfach nur gebockt. Also was der alles mitgemacht hat, ist der Wahnsinn. Also das Auto ist wirklich tipptopp in Ordnung. Und ich bin einfach nur begeistert von diesem Auto. Also wirklich. Tolles, tolles Gefährt. Schade, dass Ansmann da nicht mehr weitergemacht hat. Ich hätte mir noch mehrere Autos gerne geholt von Ansmann, aber ja, da die Autos so widerstandsfähig sind, das ist natürlich nicht der Grund, warum die aufgehört haben. Ich weiß nicht, warum die aufgehört haben. Das war nur ein Joke, aber die Autos sind wirklich sehr, sehr robust, muss ich sagen. Also wirklich top. Ja, wenn ihr noch ein Kit kriegen solltet, greift zu. Gebraucht etc. kann ich echt nur empfehlen. Wie gesagt, der wird jetzt auch bei eBay landen. Ich weiß nicht wann. Wartet da ab. Ich werde das auch nochmal ankündigen. Vielleicht haben ja Leute Interesse an ihn. Und ja. Gut, das war's zu dem Video. Wie gesagt, das Review zum Terrier 2.0. Einfach nur super. Ich habe die Schwachstellen erwähnt und habe das Positive erwähnt. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wirklich ein tolles Auto sonst. Gut, das war's. Ich bin's, euer Laser. Und bis zu meinem nächsten Video.